Und es ist einfach sehr, sehr schick, wenn man ein bisschen vor der Welle ist. Also viele Dinge lassen sich eben schon antizipieren. Nicht exakt, aber ich kann mich vorbereiten. Aber mit Geld oder Geldvermögen eine Versorgung aufzubauen, eine Altersversorgung oder auch einen Vermögensaufbau betreiben zu wollen, das hat noch nie funktioniert. Und das wird jetzt in Zukunft noch weniger funktionieren. Die Lohnpreisspirale muss durchbrochen werden und da müssen die Arbeitnehmer bluten, da müssen die Reallohnverluste beträchtlichen Ausmaßes hinnehmen und nur damit kommen wir wieder auf festen Boden und erst dann kann es wieder weitergehen. Und meine Aussage ist ganz bescheiden, ich möchte keine Vermögensteuer, ich möchte auch keine hohe einmalige Vermögensabgabe. Trotzdem wäre das das kleinere Übel im Vergleich zu einer Situation eines völlig unkontrollierten Zusammenbruchs. Dann kann ich nicht, aber wo immer ich bar bezahlen kann, tue ich's. Und bitte betrachten Sie unsere Bargeldinfrastruktur, also Kassen und so weiter, Bargeldautomaten. Betrachten Sie es wie das Artensterben. Wenn eine Art mal ausgestorben ist, die kommt nicht wieder. Ich habe heute einen Gast bei mir, einen Wunschgast von mir, den ich schon lange gerne zum Interview gehabt hätte. Und heute ist es endlich soweit. Es ist Professor Dr. Hartmut Walz, der in der Schnittstelle von Ökonomie und Psychologie forscht. Und das ist eine ganz spannende, ist ein ganz spannender Bereich in der Finanzwelt. Er ist mehrfacher Buchautor und er ist Verbraucherschützer und er hat ein ganz spannendes Buch geschrieben, das ich auch hier verschlungen habe. Einfach genial entscheiden im Falle einer Finanzkrise. Darum soll es auch heute im Gespräch gehen und ich heiße ganz herzlich willkommen den Professor Dr. Walz. Hallo, Herr Walz. Ja, ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein, Herr Beutler. Und bevor wir loslegen, möchte ich gleich mal einen sperrigen Namenserweiterung beiseite schieben. Also gerne einfach Herr Walz. Das nehme ich gerne an. Vielen Dank. Das machen wir so. Das kürzt das Gespräch um eine halbe Stunde. Okay, nee, alles klar. Wir wissen ja alle, dass Sie Professor Doktor sind. Von daher, ne, Genau. sage ich dann ab sofort Herr Walz. Und ja, lieber Herr Walz, wie gesagt, das Buch, das war für mich auch überraschend vielseitig, muss ich ehrlich sagen. Was war denn für Ihr, was war denn die eigentliche Intention von Ihnen, dieses Buch zu schreiben? Ich bin der Verhaltensökonom, wie Sie mich auch vorgestellt haben. Also ich lebe in dieser Schnittstelle zwischen Ökonomie, also BWL, aber auch VWL. Makroökonomie ist Teil meiner Ausbildung gewesen und auf der anderen Seite eben Psychologie. Und da erlebe ich schon seit vielen Jahren, dass man eben damit sehr gutes Geld verdienen kann, die Leute zu verunsichern, den Leuten Angst zu machen. Also im Prinzip die negativen Seiten der ganz normalen Anlagepsychologie, die wir alle haben in uns, ja, wir haben alle ähnliche Gene, diese negativen Seiten zu betonen. Und das machen die Crash-Propheten und verdienen dann prima Geld dran. Also ich sage mal kurz, zuerst machen die Ihnen Schmerzen, Herr Beutler, und danach verkaufen sie Ihnen die Vitamine Ja, oder auch die Medizin gegen die Schmerzen. genau so ist es. Ja. Ja, und das war eigentlich genau der Ansatzpunkt, dass ich gesagt habe, da möchte ich gerne gegensteuern. Okay. Und der Titel mit einfach genial und mit entscheidend, finde ich, sind schon ganz wichtige Punkte drin. Ich meine, genial ist immer gut, und wenn es einfach geht, umso besser. Und das Thema entscheiden, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo bei vielen, wo vielen schwerfällt, weil ich meine, ohne eigene Entscheidungen wird man ja nirgendwo hinkommen in der Finanzwelt und das fällt aber trotzdem vielen halt sehr schwer, diese Entscheidung. Und auch das ist menschlich. Und das Dumme ist, wenn wir nicht entscheiden, dann passiert nicht nichts. Das ist übrigens ein Kapitel von einem anderen Buch. Ja, also wenn wir nicht entscheiden, dann meinen wir häufig, es bleibt alles so, wie es ist. Nein, es bleibt eben nicht alles so, wie es ist, sondern es ändert sich dann doch vieles. Und ja, das Wasser läuft den Fluss runter. Und wenn ich keinen Staudamm baue, dann wird es eben ungestaut weiterlaufen. Und insofern diese Entscheidungslähmung zu bekämpfen und ins Tun zu kommen, das ist auch ganz, ganz wichtig. Sie kennen bestimmt diesen Spruch, es gibt nichts Gutes, außer man tut Man es. tut es, genau. Aber man kann ja auch entscheiden, bewusst entscheiden, mal nichts zu tun. Ich meine, das ist ja auch eine Entscheidung, ne? Ja, Grundsätzlich. da bin ich völlig bei Ihnen. Das ist aber eine Entscheidung auf der höheren Ebene. Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin noch nicht entscheidungsreif oder es fehlt mir noch die und die Information, bis ich mich entscheiden kann. Oder ich weiß genau, es wird billiger. Ich nenne das immer humorvoll das Mediamarktphänomen. Ja? Wenn Sie alle 4 Wochen in den Mediamarkt gehen und merken, dass die tollen Dinge immer preiswerter werden, dann warten Sie nochmal, warten Sie nochmal. Aber irgendwann wollen Sie es dann vielleicht doch haben, Das hoffentlich.
Das kenne ich auch, bin ja auch schon lange in der Finanzszene und habe auch viel Kontakt mit den ja, normalen Privatanlegern. Und ich glaube, viele warten bis heute noch auf den idealen Einstiegszeitpunkt, weil beim DAX ist es ja immer zu hoch irgendwie, ne? Ja, es ist immer alles zu teuer. Ja, Ja, genau. Also nochmal geht's zurück zum Buch. Also ich habe es ja, wie gesagt, gelesen und habe dann ganz am Anfang eigentlich auch mich schon etwas erstmal erschrocken, ne? Weil es war relativ früh im Buch schon die Rede von einem aufziehenden Gewitter. Ne? Also sie schildern da da haben sie irgendwie eine Wanderung gemacht, ne? Und haben sich irgendwo dann in eine Berghütte gesetzt und sahen aber dann schon irgendwo dunkle Wolken aufziehen. Und die Metapher war dann eben, sie haben die erkannt und sind rechtzeitig reingegangen in die Hütte, während alle anderen noch draußen saßen und noch das Wetter noch genossen haben, solange es noch gut war. Und dann ist aber tatsächlich dann der Regen gekommen. Und die Aussage ist ja irgendwie, oder was bei mir zunächst hängen geblieben ist, sie sehen aktuell auch schon irgendwie Gewitterwolken aufziehen und die meisten Leute haben es noch nicht realisiert. Ist das so richtig? Ja, die Bilder, ich arbeite gerne mit Bildern und die Bilder helfen viel, aber manchmal passen sie nicht ganz perfekt. Also ich würde sagen, ich möchte keine Angst machen vor Gewitter. Jeder von uns hat schon ein paar Mal Gewitter erlebt und auch, sonst wären wir nicht hier, überlebt. Die Frage ist, wie elegant wir das tun. Und es ist einfach sehr, sehr schick, wenn man ein bisschen vor der Welle ist. Also viele Dinge lassen sich eben schon antizipieren, nicht exakt, aber ich kann mich vorbereiten. Also ich kann Ihnen wirklich nicht sagen, ob wir einen Crash nächstes Jahr, übernächstes Jahr oder vielleicht in 5 Jahren oder in 10 Jahren haben, von welchen Teilmärkten der ausgeht, Immobilienmärkte wie bei der Subprime-Krise oder von den Aktienmärkten, den Anleihemärkten oder wirklich ganz politisch, geopolitisch getrieben. Das weiß keiner. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie ein Bungalow bauen, sind Sie, egal wie das Erdbeben aussieht, wie stark es ist, aus welcher Richtung es kommt, sind Sie robuster, als wenn Sie ein Hochhaus bauen. Und das ist im Prinzip meine Kernaussage, dass ich sage, Mensch, liebe Mitmenschen, liebe Bürger, wir können uns so einfach mit wenig Mühe, mit wenig Aufwand, auch mit wenig finanziellen Verlusten, also mit wenig Kosten, können wir uns auf eine mögliche Finanzkrise vorbereiten. Und wir sind wirklich dumm, wenn wir es nicht tun. Ich meine, das zeichnet das Buch ja eigentlich auch aus. Das ist nicht jetzt blanker Optimismus, sondern es geht eigentlich darum, und das schreiben Sie auch so, ein realistischer Optimist zu sein. Ne? Also am Ende doch irgendwie optimistisch, aber auch jetzt nicht die Augen zu machen vor ja, Missständen eventuell in der Welt. Probleme, die da eventuell auftauchen könnten. Und in der 3,2 Billionen Euro Frage, Seite 167 im Buch, geht es darum, dass die meisten deutschen Anleger ja immer noch viel zu viel in Geldwerte investiert sind ja, und ein bisschen die Sachwerte aus den Augen verlieren. Und das ist aber auch was, was ich auch mal vielleicht vermittle, relativ früh am Anfang, wenn ich jemandem erklären will, wie man halt streut. Es gibt ja eigentlich nur zwei Lager und das sind einmal die Geldwerte und einmal die Sachwerte. Und ich glaube, was Sie damit sagen wollten, ist, dass es eben so ist, dass die meisten deutschen Anleger immer noch viel zu stark in Geldwerten drin sind. Ja, zu stark im Geldvermögen. Wir haben viel zu hohe Anteile von unseren Reserven an Anlageklassen, Anlagegegenständen, die der Inflation unterliegen. Und es gibt ja gar nicht so schrecklich viele schlimme Risiken bei der Geldanlage. Es gibt in der klassischen Lehre 4 und ich habe ein fünftes Risiko dazugenommen, die sogenannten 5 Deep Risk. Und da ist ein ganz, ganz wichtiges eben die Inflation. Und wenn die Deutschen diese Lehre mitnehmen würden, diese Empfehlung und sagen würden, okay, ich überlege von dem Geld, was ich jetzt so schnell nicht brauche, zum Beispiel Altersvorsorge, zum Beispiel langfristiger Vermögensaufbau, und da lasse ich zu eben einen höheren Anteil von Sachwerten, dann ist die Inflation nicht nur mein Feind, sondern ich will jetzt nicht sagen mein Freund, aber ich bin inflationsgeschützt, ich bin inflationsgehedged. Ja. Oh ja, und das ist ja auch praktisch ein Appell aus dem Buch und Seite 170 zitiere ich jetzt mal hier. Sollten Menschen mit ganz überwiegendem Anteil an Geldvermögen eine Korrektur ihrer Vermögensstruktur vornehmen? Das ist so die Aussage. Das sollte zwar nicht hektisch, aber doch zeitnah erfolgen. Das heißt, da ist ja schon irgendwo jetzt die Aussage, kommt so langsam mal in die Puschen jetzt mit Streuen. Ja, verschieben Sie Dinge, die Sie als richtig erkannt haben, nicht auf den St. Nimmerleinstag. Ich habe eine Menge ganz, ganz nette Kollegen,
Und von den Professoren, Kollegen und Kolleginnen, da ist niemand jetzt unterbelichtet oder blöd. Ja? Die sind alle nicht durch Zufall auf ihren Job gekommen. Ja. Aber ich esse dann mit so einem Volkswirt gemeinsam und der sagt mir dann ganz klare Analysen über Jahre hinweg, also wir gehen öfters essen, und dann sagt er, Mensch Hartmut, man hätte, man müsste, man sollte, ja, da hätte man ja eigentlich Sachwerte kaufen sollen, also eigentlich hätte man ja ein paar Goldmünzen gebraucht. Dann sage ich, ey, das habe ich alles schon seit vielen, vielen Jahren. Das kann doch nicht wahr sein, dass du immer die Analyse machst und selber nicht in die Schuhe kommst. Und das ist aber, glaube ich, allzu menschlich, dass man immer sagt, hätte, hätte, Fahrradkette. Und deswegen, also bitte checken Sie diese Verhältnisse zwischen Geld und Sachvermögen. Und wenn Sie dann feststellen, wie so das arme Mütterchen hier in der Nachbarschaft, die zur Miete wohnt, dass eben von ihren Reserven 95% im Geldvermögen ist, dann ist es völlig klar, die Frau ist hochgradig inflationsgefährdet. Ja, genau. Das ist auch vielleicht mit der Wohlstandsillusion gemeint im Buch, ne, dass man eben einen recht festen Glauben hat an das Geld, an die Währung, also einen unerschütterlichen Glauben fast schon. Und ja, da gibt es auch so eine Geschichte mit dem Wunschring, ne, in dem Buch, ne, dass man einfach allein der Gedanke daran, dass das halt funktioniert, lässt das Geldsystem irgendwie auch funktionieren. Ja, der frühere Bundesbankpräsident Weidmann, der hat ja gesagt, bitte, liebe Bürger, vergesst nie, Geld ist nichts anderes als bedrucktes Papier. Und das finde ich schon schön, wenn ein Bundesbankpräsident so offen und ehrlich das sagt. Und er hatte zu 99% recht, es ist eben nicht bedrucktes Papier, sondern bedruckte Baumwolle. Aber der Rest stimmt, das Geld hat nur einen Wert, weil wir daran glauben und weil es halt herrlich bequem ist, damit zu arbeiten. Und auch der Herr Walz möchte nicht zurück in die Tauschwirtschaft. Ja, ja, also genau. Wir tauschen Beratungsleistungen gegen einen Sack Kartoffeln, gegen drei Briketts und so. Da wollen wir alle nicht hin. Aber es ist ganz klar, das Geld lebt nur von unserem Vertrauen in das Geld. Und das sollten wir uns immer wieder bewusst machen. Und ich benutze Geld gerne. Aber mit Geld oder Geldvermögen eine Versorgung aufzubauen, eine Altersversorgung oder auch einen Vermögensaufbau betreiben zu wollen, das hat noch nie funktioniert. Und das wird jetzt in Zukunft noch weniger funktionieren. Aber vielleicht erlauben Sie mir noch eins, ich würde unterscheiden zwischen Wohlstandsillusion und Geldillusion. Wir sind jetzt eigentlich bei der Geldillusion, nämlich, dass wir sehr dazu neigen, nominal zu denken. Dass zum Beispiel Leute zufrieden sind, wenn sie aus der Lebensversicherung 110.000 Euro zurückkriegen, wo sie doch nur 103 eingezahlt haben. Ja? Aber die Inflation hat diese Differenz mehrfach aufgefressen. Die sind real alle im Minus. Das ist die Geldillusion. Die Wohlstandsillusion ist was anderes, was makroökonomisches, dass wir Deutschen uns immer noch viel zu reich fühlen, obwohl wir einen wirklich großen, erheblichen Niedriglohnsektor haben und immer mehr Menschen in unserer Bevölkerung in die Armutsschwelle abgleiten. Also wir tun da immer noch so, als ob wir es wären, als ob wir so das Wirtschaftswunder Deutschland noch weiterführen würden, und das tun wir aber nicht. Wir arbeiten real rückwärts. Unsere Produktivität ist sehr, sehr unbefriedigend und wir haben ein großes Volumen stiller Lasten. Also von Staatsverschuldung, die gar nicht irgendwie erfasst wird, die niemand berechnet und keine Bilanz eingeht. Okay. Ja. Und das ist ja auch das, was ich meine, ne? Also das sind durchaus Probleme, die ja auch von einigen benutzt werden, die dann aber alles im Prinzip nur schlecht reden. Aber bei Ihnen ist halt so dieses Ausgewogene, also schon dieser Blick auf die Probleme, die ja da sind. Und da ist mir auch noch eine Passage, und da haben wir jetzt auch noch eine Grafik, habe ich da vorbereitet, aus dem Buch, die wir kurz uns mal anschauen können, wo ich glaube, dass das viele auch nicht so wirklich wissen, was das ist. Und Sie können uns vielleicht kurz erklären, was damit gemeint ist. Und wo da das Problem sein könnte. Ne? Und wir sehen es jetzt hier, das sind die Target-Salden. Ne? Also ist ja ein Begriff, der nicht gerade vielleicht jeder kennt. Und wir sehen, dass da Deutschland ganz weit oben ist. Ist das eigentlich gut, wenn man das so sieht? Also wenn das ein Aktienkurs wäre, wäre das doch super. Ja, also es ist halt so, wenn Sie von Ihren Nachbarn in der Straße angepumpt werden und wenn Sie an die hohe Forderungen haben, dann würde man sagen, okay, wenn es Ihnen mal schlecht geht, lieber Beutler, dann können Sie ja mal bei Ihrer Nachbarn anklopfen und sagen, gib mir mein Geld zurück, dann haben Sie Reserven.
Also man hat im Prinzip ein Guthaben. Die Frage ist immer, ist das Guthaben gut abgesichert und werde ich es wirklich zurückkriegen? Und je größer diese Ungleichgewichte sind, desto unwahrscheinlicher wird es. Jeder von uns hat so ein paar Lieblingssprüche. Zu meinen 10 Lieblingssprüchen gehört der folgende. In einer Welt der Schulden, in einer Welt der immer stärker zunehmenden Überschuldung, ist es keine gute Idee, ein Gläubiger zu sein. Und ich versuche ja immer die Sätze, die ich sage und die Empfehlungen auch selber zu leben. I eat my own cooking. Und dann, wenn der Koch selber am Tisch dabei sitzt, dann können Sie vor dem Essen beten, Sie müssen es aber nicht. Ja? Und insofern kann ich Ihnen versichern, die Familie Walz achtet darauf, dass wir nicht zu viel Geldforderungen haben. Also jetzt nicht nur zu viele Freundschafts- und Verwandtenkredite, wo man sich dann nicht traut, die zurückzuerbitten, sondern auch nicht zu viel auf irgendwelchen Bankkonten und so weiter. Ja? Eine Liquiditätsreserve ist wichtig, dass wenn Ihr Haus eine Reparatur braucht, neues Dach oder so, dass Sie dann nicht gleich einen Kredit aufnehmen müssen. Aber was Sie hier sehen, ich komme zurück zu den Target-Salden, ist eben eine gigantische Zahl, mittlerweile eben kräftig über 1 Billion Euro, die wir im Prinzip als ungesicherten Kontokorrentkredit geben über die EZB an andere EU-Staaten. Und wenn dann, ich möchte jetzt mal gar keinen Namen nennen, ich bleibe politisch super korrekt, wenn jetzt der eine oder andere dieser Staaten auf die Idee kommt, oh, eigentlich kann ich ja damit die EZB oder die europäischen Partner erpressen, indem ich sage, oh, wenn ihr nicht irgendwelche Geschenke an mich macht, mir irgendwie entgegenkommt, dann sage ich einfach, ich bin bankrott. So, und dann fällt diese Forderung aus und das ist auf alle Fälle etwas, was man prinzipiell ernst nehmen sollte. Was man irgendwo vielleicht mit berücksichtigen sollte, ich meine, das ist dieses politische Risiko irgendwo auch, ne? Dass in einem Land, wo vielleicht diese Schulden sind an uns, an Deutschland, dass es da vielleicht eben so weit kommt, dass der Schuldner ausfällt in dem Moment. Würden Sie denn auch sagen, dass Sie dann die Bank entsprechend aussuchen, also aktuell zumindest noch, dass Sie sagen, nur mit deutscher Einlagensicherung, also ist ja immer noch Ländersache, die Einlagensicherung, das heißt, wenn man jetzt bei einer Bank in Deutschland sein Geld hat, ist ja der Letzte, der für die Einhaltung sorgen würde, der deutsche Staat. Ja, also da möchte ich jetzt auch nicht zu viel Sorge verbreiten. Also es gibt einfach in der europäischen Einlagensicherung, da gibt es europäische Partnerstaaten, die eine sehr, sehr kleine Volkswirtschaft haben, wo man sich dann fragen muss, okay, wäre die in der Lage, das zu tragen? Sie haben vollkommen recht, wir nennen das europäische Einlagensicherung. Aber letztlich haftet der Steuerzahler, die Steuerzahlerin des Landes, in dem die Bank eben domiziliert, also daheim ist. So, und das ist eben dann natürlich sehr bequem, wenn letztlich meine lieben Mitmenschen, nämlich die deutschen Bürger, Sie wissen ja, warum die Bürger heißen, weil sie für die Staatsschulden bürgen, da kommt ja der Name her, so wenn die zahlen und nicht. Also da ist eine relativ hohe Zahlungsmoral, eine relativ hohe Eintrittswahrscheinlichkeit, dass das Geld wirklich kommt, also dass die Haftung erfüllt wird auch. Und das wäre eben nicht der Fall, wenn ich jetzt zu einer Bank gehe, die mir vielleicht 0,2 mehr Zinsen gibt, aber eben diese Einlagensicherung dann doch nicht im schlimmsten Falle so funktioniert. Also auf die 0,2% würde ich dann eher verzichten. Genau, das sehe ich ähnlich, also sehe ich genauso. Es gibt dann noch zum Thema Schulden, ich meine, das treibt auch einige um, das Thema Schulden, weil sie auch immer wieder mehr werden. Gibt es auch hier so eine Grafik aus dem Buch, die fand ich auch sehr interessant. Da sehen wir jetzt praktisch so der Schuldenstand jeweils der Europäischen Union gesamt gesehen. Und wir sehen auch hier immer gemessen am Bruttoinlandsprodukt, wo wir da im Moment liegen. Und da liegen wir jetzt irgendwo bei 87,9% und die Empfehlung liegt bei 60%. Also ist das auch ein Problem, wo Sie das sehen, dass wir da eigentlich permanent drüber liegen und warum überhaupt diese 60%? Also über die 60% darf man streiten. Das tun Makroökonomen der Welt auch, weil es ist eine Empfehlung oder eine Messlatte, die jetzt nicht nur in Europa diskutiert wird, sondern auch vom International Monetary Fund und so weiter. Wir reden immer von der dreifachen 60%-Grenze.
nämlich der drei relevanten Sektoren, nämlich dem Staat, da sind Sie gerade, den Unternehmen, das ist ja der zweite Sektor, und der dritte Sektor sind die Privaten. Mhm. Für unsere Zuhörer vielleicht mal, vielleicht denken, ja, aber die Banken. Ja, die Banken werden hier bei der Kennziffer nicht berücksichtigt, weil sie im Prinzip nur Händler des Geldes sind. Also die sind ja im Prinzip nur derjenige, der es weitergibt. Deswegen werden die hier als Sektor nicht betrachtet. Aber natürlich können wir über diese dreifache 60%-Grenze streiten. Es ist nur eine Orientierung. Und das, was wir hier sehen in der Grafik, ist für sich genommen auch noch kein Todesurteil und noch nicht so dramatisch. Nur die Entwicklung ist halt nicht gut, wenn Sie die Entwicklung über Jahrzehnte betrachten. Und wenn wir jetzt wieder in eine Welt der Zinsen eintauchen, ja, denn mit einer Nullverzinsung, schöne neue Welt, Modern Monetary Theory, selten so gelacht, ja. Also ich kenne wenig etablierte Ökonomen, die dieser Pop- und Rockkultur der Modern Monetary Theory folgen möchte. Da wollte ich Sie aber auch noch drauf ansprechen, ne? Ja. Weil es im Buch nicht ganz so eindeutig für mich ist, ob Sie da jetzt dafür oder dagegen sind. Oder ob Sie das jetzt ganz wegwischen oder ob Sie vielleicht sagen, ja, könnte doch vielleicht die Lösung sein. Ja, also wenn wir uns wirklich langfristig von Zinsen verabschieden, aber es bleibt dann die Frage, ja, also wenn wir sagen, okay, es gibt keine Zinsen mehr und damit ist die Exponentialfunktion gestoppt. Ja. Dann werden die Schulden nicht mehr zunehmen. Es könnte ja sein, die Zentralbank, also wir Deutschen, wir verschulden uns bei der Zentralbank mit 0% Zins, unendliche Laufzeit und Thema ist erledigt. Einfach ausgedrückt. Wenn wir alle dran glauben. Jetzt komme ich zurück an den Wunschring. Also wenn alle glauben, dass hier wirklich ein magischer Wunsch drin ist, ja, und aber dann glauben wir auch alle, dass die Erde eine Scheibe ist. Also Sie haben ja gesehen im letzten Jahr, wie aus dem Nichts, so völlig überraschend, also mich hat es nicht überrascht, aber für manche Leute kommt auch jedes Jahr Weihnachten wieder überraschend, oh, das war jetzt arrogant, Entschuldigung. Ja, aber wie so völlig überraschend die Inflation kam, ja. Ist doch völlig klar, wenn wir alle damit rechnen, dass im nächsten Quartal die Inflation kommt, dann kommt sie in diesem Quartal. Und wenn wir alle mit 3% rechnen, dann kalkulieren alle, die eben fit sind, schon mal 4 oder 5 ein. Und dann wird es höher. Es wird immer höher und es geht immer schneller und es entwickelt immer eine stärkere Eigendynamik. Das sind diese Zweitrundeneffekte oder sich selbst beschleunigende Dinge. Ja? Self-fulfilling prophecy habe ich ja auch erläutert im Buch. Aber was ich auch nicht wusste, was im Buch drinsteht, dass die aktuelle EZB-Chefin, die Lagarde, auch die Position der MMT, also der dieser neuen Modern Monetary Theory, dass die eigentlich recht gut findet. Ja, wobei Frau Lagarde ist auch lernfähig. Also sie hat jetzt in den letzten 2, 3 Jahren auch schon durchaus, sagen wir mal, einen Wechsel der Standpunkte demonstriert. Und das sage ich jetzt nicht hämisch, sondern ich finde es gut. Wir sollten alle, solange wir leben, lernfähig sein. Und man hat ja früher gesagt, sie ist kein Falke, sondern sie ist eine Taube. Man hat ja die Zentralbanker immer in Falken und Tauben unterteilt. Und es gibt aber vielleicht auch ein bisschen was zwischendrin und sie ist wohl ansatzweise erkennbar jetzt ein wenig auf dem Weg weg von der Taube in Richtung auf Falken. Also die letzten Zinsschritte waren ja relativ robust, war relativ selbstbewusst, auch nach der Geschichte mit den Schweizer Banken, Credit Suisse. Trotzdem 0,5% Zinserhöhung und da hätten einige doch erwartet, dass die EZB einknickt und sagt, na, jetzt müssen wir erstmal die Banken schütten und abwarten und so weiter. Also das Spiel ist noch offen. Aber die Markterwartung ist mittlerweile ja schon so, dass das jetzt deutlich gebremst worden ist, so diese Zinsanhebungs- oder diesen Schwung zumindest, dass es da langfristig doch wieder eher fallende Zinsen geben würde. Ne? Das ist ja so die Markterwartung derzeit. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich die kommentieren soll oder auch mit weiter verbreiten soll. Ja. Denn wenn wir uns da zu früh freuen, dann wird es genau wieder nicht eintreten. Also wir haben gerade von der Self-Fulfilling-Prophecy gesprochen. Mm. Es gibt aber auch die Self-Destroying-Prophecy. Also da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Ich beobachte das hellwach und hochinteressiert. Ja. Also Tatort schauen macht gar keinen Spaß im Vergleich im Augenblick zu Wirtschaftsnachrichten. Sehe ich ganz genauso. Ja. Das ist sowas von aufregend. Herr Beutler, ein Satz noch dazu. Ja, es gibt Stimmen, die sagen, wir brauchen jetzt endlich mal eine richtige Rezession. Nur mit einer richtigen Rezession. Ja. Wirklich Arbeitslosigkeit. Auch im Hightech.
Sektor, auch bei der Digitalisierung. Nur damit können wir verhindern, dass die Arbeitnehmer Lohnforderungen stellen. Die Lohnpreisspirale muss durchbrochen werden und da müssen die Arbeitnehmer bluten, da müssen die Reallohnverluste beträchtlichen Ausmaßes hinnehmen. Und nur damit kommen wir wieder auf festen Boden und erst dann kann es wieder weitergehen. Ja, nur weil sie so sagen, ja, die Marktmeinung ist, no, ich sehe da unterschiedliche Marktmeinungen. Nee, schon klar, aber so ein bisschen ist das im Moment so der Konsens, dass man eben davon ausgeht, ja, okay, man kann es nicht übertreiben mit den Zinsanhebungen. Es ist ja auch so, die Bankkrise, die wir haben, liegt ja auch irgendwo darin begründet, dass jetzt plötzlich, und das haben Sie übrigens auch schon relativ frühzeitig kommen sehen, ich meine, Sie sind ja kein Prophet in dem Sinn, ne? Aber Sie beschreiben ja, was ist. Und Sie haben vor, was war das, 2020, glaube ich schon, gesagt, okay, im Anleihemarkt könnte es auch mal ganz schön rappeln, ne? So ungefähr in die Richtung. Ich bin und das, überhaupt kein Prophet. Ich bin ein ganz kleiner, bescheidener. Ich bin hoffentlich, das wäre das größte Kompliment, was ihr mir machen könnt, ein solider Handwerker. Und Excel ist mein zweiter Vorname und ich mag Taschenrechner. Und was jetzt passiert ist, auch mit der Silicon Valley Bank, das ist so leicht, da brauchen Sie kein Prophet zu sein. Sie nehmen das haftende Eigenkapital. Sie gucken sich die mittlere Laufzeit der Anleihen an und machen eine Simulationsrechnung. Das macht jeder Studierende von mir, sagen wir mal, ab dem zweiten Semester in einer Stunde. Ja. Und simuliert einfach durch, wie hoch sind bei der durchschnittlichen Laufzeit die Kursverluste, die relativen Zinsänderungsverluste, werden ja dann Kursverluste bei den Anleihen bei einem, anderthalb, 1,752, 2,5%. So. Ja. Und wenn die in der Summe größer sind als das haftende Eigenkapital, dann ist die Bank verschuldet. So einfach ist es. Genau, man hat halt damit gerechnet, das bleibt jetzt immer so und ist aber nicht passiert. Und das haben sie halt zumindest jetzt, weil die Dinge halt so waren, wie sie waren, gesehen, es könnte in dem Bereich ganz starke Korrekturen geben. Und die gab es dann ja auch. Und das liegt jetzt auch, oder ich denke, dass es auch bei vielen Banken ein Problem sein könnte, zumindest teilweise. Die Frage ist halt, warum guckt da keiner strenger halt hin? Ich meine, vielleicht ist es bei uns etwas strenger wie in den USA, dass solche Risiken einfach nicht eingegangen werden. Beziehungsweise muss die Regulatorik da noch ein bisschen nachlegen, ne? Offensichtlich. Also Herr Beutler, viele Antworten sind überraschend einfach. Ja. Und es ist ein Muster, das Sie mit Abstand jederzeit wieder erkennen können. Also immer, wenn es gekracht hat, wenn ein Kind in den Brunnen gefallen ist, dann werden wieder Abdeckungen für Brunnen vorgeschrieben. Und nach ein paar Jahren ist halt dann wieder kein Kind reingefallen und dann baut man die wieder ab, wenn man sagt, ach, die sind ja so hässlich und aus optischen Gründen vom Design. Also Obama hat nach der Subprime-Krise kräftig aufgeräumt. Und Trump hat unter dem Einfluss der Lobby dann schon wieder Dinge zurückgenommen. Ja. Und so zum Beispiel musste die jetzt pleite gegangene Silicon Valley Bank, die musste gewisse Stresstests nicht durchführen, nicht veröffentlichen. Aber das ist ja in Europa, soll es ja zumindest besser sein, ne? Dass wir jetzt zumindest da nicht befürchten müssten, dass es jetzt gerade so weitergeht und bei uns genauso ein Problem wird. Also in der Masse glaube ich das auch, aber solche Ansteckungseffekte und so weiter sind halt da und der Vertrauensentzug. Und was Sie bei der Credit Suisse gesehen haben, ist ein ganz, ganz anderes Thema. Müssen wir jetzt vielleicht auch nicht in der Tiefe diskutieren, interessiert vielleicht nicht jeden Ihrer Zuhörer. Aber es ist eine ganz, ganz andere Geschichte und hat damit gar nichts zu tun. Ja. Aber ist so ein bisschen das Lager der selbsterfüllenden Prophezeiung. Ne? Wenn wir jetzt anfangen, überall uns die Frage zu stellen, ist die Bank noch sicher? Dann sagt der Erste, nee, die ist nicht sicher. Und dann folgt der Erste und dann folgen die anderen. Ne? Ich meine, das ist ja tatsächlich so. Wenn man das so beschließen, dass die Bank unsicher ist, dann wird sie unsicher. Und Herr Beutler, und da sind Sie aber jetzt voll im Prinzip bei der Meta-Aussage von meinem Buch, wenn man sich das vorher überlegt, und es ist doch nicht so schwer, und wenn man vorher sagt, ja, okay, wir sind ein bisschen wohlhabend, wir haben was zu verlieren, aber wir gucken, dass wir bei keiner Bank mehr als 100.000 Euro haben. Ja, ist auch klare Aussage im Buch. Und, ja, Vorsicht ersetzt Nachsicht. Und dann müssen Sie in der Krise überhaupt nichts tun. Also an diesem schlimmsten, grausamsten Tag vom Corona-V, mein E-Mail-Account lief über und meine Telefone waren nicht mehr still. Ich habe zu meiner Frau gesagt, komm, lass uns in den Vorgarten gehen und Grünschnitt machen. Und abends haben dann Leute mich gefragt, wie ich den Tag überstanden habe. Ist schön geworden.
Ja, Vorgaben, ja. super. Ich weiß noch die Zeit und ich weiß noch, wie jeder x-beliebige da angefangen hat, jetzt irgendein Live-Webinar zu machen, um die Leute dann halt zu beruhigen. Und alle sind dahin gestürmt. Die waren komplett ausgebucht immer, weil sie halt suggerieren, ja, wir wissen jetzt aber, was gerade passiert ist und was ihr jetzt tun müsst. Ne? Und das wollen die Leute einfach dann auch hören. Ne? Da darf man nicht drauf reinfallen. Also nochmal, mit dem Buch ist man auf jeden Fall, ich denke, auf viele Dinge vorbereitet, die man vielleicht noch nicht auf dem Schirm hat, wenn man das liest. Und ich habe auch noch so ein paar Punkte da drin, wo man ja auch selbst jetzt, wo ich auch mir selbst die Frage gestellt habe, vielleicht muss ich da auch noch was machen in der Richtung. Aber ein Thema ist zum Beispiel noch das Thema mit den Schulden und wie man da vielleicht eine Lösung finden könnten. Und was würde denn der Bundeskanzler Walz da jetzt beispielsweise vorschlagen als Lösung? Also ich habe ja was gelesen in Richtung Vermögensabgabe, was ja gar nicht so beliebt ist. Ja, jetzt greifen Sie so einen Punkt raus. Also zunächst mal so ein Bundeskanzler hat auch nur eine beschränkte Macht. Also er ist Teil eines europäischen Spiels und die Bonität der Bundesrepublik Deutschland hinzukriegen, ist das eine Thema und es ist auch kein unlösbares Problem. Aber das ist die Frage, ob es genügt, wenn wir in einer so starken und immer enger werdenden Gemeinschaft sind, wenn sie eine Währung stabilisieren und rechts und links daneben quasi die Häuser im Sturm zusammenbrechen. Also insofern ist vielleicht Ihre Frage, obwohl es so anerkannt war, wenn Sie Bundeskanzler wären, was würden Sie dann machen? Naja, also ich wäre gerne Bundeskanzler und dann noch vielleicht noch EZB-Chefin gleichzeitig. Oh, okay. Aber eine schnelle Antwort ist, es gibt unterschiedliche Szenarien, die unterschiedlich grausam sind. Und letztlich tröste ich damit, dass ich sage, jetzt nicht nur bei Ihnen und bei mir, sondern wirklich auch bei allen unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, die Gesundheit ist das Wichtigste und das Leben geht irgendwie weiter. Wenn Sie schauen, wie viele Währungscrashs wir schon haben, das Leben geht weiter. Also wir müssen vor allem mal gesund bleiben und die Nerven nicht verlieren. Also die psychische Gesundheit ist genauso wichtig wie die körperliche, mindestens. So, und dann gibt es eben unterschiedlich hässliche Szenarien. Und meine Aussage ist ganz bescheiden, ich möchte keine Vermögensteuer, ich möchte auch keine hohe einmalige Vermögensabgabe. Trotzdem wäre das das kleinere Übel im Vergleich zu einer Situation eines völlig unkontrollierten Zusammenbruchs der Währung. Der Tag kommt, früher oder später, alles, was kaputt gehen kann, Wird wird kaputt gehen. irgendwann mal kaputt gehen. Nur wann? Und deswegen freue ich mich trotzdem jeden Tag noch aus meiner Porzellantasse zu trinken, auch wenn sie irgendwann einen Sprung kriegen wird. Ja, nichts hält ewig, wir auch nicht. So, irgendwann wird die Verschuldung ein Niveau erreichen, dass das Vertrauen in die Währung einen Knick kriegt. Das wird auch wieder so ganz, ganz schnell und überraschend passieren, genau wie die Inflation, über die wir gerade schon ein wenig gegrinst haben, die so völlig überraschend kam wie Weihnachten. So, und dann müssen Staaten etwas tun, um ein Vertrauen in ihre Zahlungsfähigkeit zurückzugewinnen. Und da wäre eine einmalige Vermögensabgabe, die ja auch nicht dazu führen würde oder notwendigerweise dazu führen müsste, dass wir sofort alle dem Staat Geld geben, sondern dass der Staat nur eine Forderung gegen uns hat, gegen die Vermögenden. Das wäre eine stabilisierende Maßnahme. Okay. Ja, ist auch nur als ein Lösungsvorschlag genannt von mehreren. Also es sind auf jeden Fall auch immer Lösungsvorschläge mit drin. Und was auch vielleicht zur Beruhigung führen könnte, wenn man unsicher ist, ist sich halt möglichst breit aufzustellen. Und da ist eben ein Vorschlag auch von Ihnen zum Thema Bargeld, dass man auch da immer ein wenig zu Hause haben sollte. Ich glaube, die Rede war von dem dreifachen monatlichen Bedarf, ja, den man hat als Familie. Da habe ich mal ausgerechnet, okay, da müssten wir ja auch noch ein bisschen vielleicht was uns zu Hause hinlegen, ne, für den Worst Case praktisch. Ne, in dem Moment, wo jetzt dieses unbare Bezahlen mit Karte und so weiter mal nicht funktionieren könnte, was ja wirklich jetzt ein Extremszenario wäre. Und sogar, also jetzt wahrscheinlich schon für die ganz Vorsichtigen, sogar in einer Fremdwährung. Das heißt also, ich würde jetzt praktisch dann den dreifachen monatlichen Bedarf in Euro mir weglegen und dann noch 20% davon in einer Fremdwährung. Und da liegt es auf der Hand, dass es dann vermutlich der US-Dollar am besten wäre. In dem Fall ja, egal ob Sie US-Dollar mögen und ob Sie USA mögen oder nicht mögen, aber es ist einfach die Weltreserve-Währung. Und wenn irgendwo, das haben wir in den ganzen lateinamerikanischen Ländern ja gesehen, wenn es irgendwo rappelt und kracht, dann wird das als Parallel- oder als Reservewährung genutzt.
Früher waren das ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg Zigaretten, aber nachdem immer weniger Leute rauchen, würde ich jetzt doch den Dollar bevorzugen. Ja, fände ich auch besser, ne? Und deswegen, also das zeigt ja eigentlich nur, dass das Buch wirklich in alle Richtungen da irgendwie mitdenkt. Und ganz lustig fand ich auch und auch total sinnvoll, das ist der Dätsch Club. Und da wollte ich mal fragen, in welchem Dätsch Club Sie denn unterwegs sind, Herr Professor Walz. Oh, also der Dätsch Club ist Erstmal Dätsch für mal die dies, Erklärung. Dätsch, das muss man jetzt erst erklären. Genau. Dätsch mal dies, Dätsch mal jenes, also die Dinge, die man so für umme macht, wie der Pfälzer sagt. Und da bin ich natürlich mit einer Volljuristin als Frau und selber als ja, Finanzexperte und so. Da sind wir natürlich Zwangsmitglieder in Tausenden von Dätsch Clubs. Also es ist irre, wie viele Anfragen ich kriege. Und wie viel wir so kostenlos machen. Es ist halt so, ich habe zwei linke Hände. Insofern, also die Nachbarn fragen mich jetzt nicht, bei, ja, Wohnungsmöbel verrücken, Schränke tragen und so, ja, so die niederen Arbeiten, auch mal einen Baum fällen, dafür bin ich gut. Aber wenn es filigraner wird, tapezieren und so, da fragt man mich dann nicht. Aber umgekehrt gibt es dann Leute, die sowas machen würden. Also da fühlen wir uns sozial ganz gut aufgehoben und eingebettet. Ja, finde ich super. Also da ein soziales Netzwerk zu haben, wo jeder seine Stärken halt hat und sich auch gegenseitig da mal aushilft, ist auch super für ja, Zeiten der Not eventuell und ja, einfach mal sich gegenseitig zu helfen. Und das sind ja die sozialen Medien, so wie wir sie kennen. Und das ist auch wunderbar in dem Buch beschrieben. Tatsächlich nicht die Lösung wahrscheinlich, ne? Also ich selbst habe schon erlebt, ich habe bei Facebook dann mal mein Geburtsdatum rausgenommen, ne? Weil ja jedes Jahr dann gratulieren ja dann eine ganze Menge Leute, die man ja eigentlich gar nicht kennt. Und sobald das dann draus war, hat sich das sehr, sehr dann eingeschränkt, die Gratulation zum Geburtstag. Und das zeigt ja eigentlich auch schon, ne, dass es nicht wirklich eine Beziehung zu den Leuten ist, die man Da da gab es hat. mal so eine schöne Anzeige. Ich weiß nicht mehr von wem und es ist auch vielleicht besser, wenn man das nicht nennt. Stell dir vor, du hast ein Problem und hast 7.881 Freunde, aber keiner hat Zeit. Ja, das zeigt eben diesen asozialen Charakter von sozialen Medien manchmal. Und es ist einfach schön. Es ist einfach schön, wenn man tolle Nachbarn hat, wenn man sich gegenseitig hilft. Es ist so viel positive Emotionalität und da kommt auch ein Gefühl der Geborgenheit und der Sicherheit. Also wenn wir mal geschäftlich unterwegs sind und der Möbelwagen würde bei uns vorm Haus stehen, dann würde der wachsame Nachbar oder die wachsame Nachbarin, die würde aktiv werden. Genau. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Appell, dass man da schaut, dass man ein Netzwerk hat, also ein richtiges Netzwerk vor Ort. Und da kann man ja auch in Vereinen vielleicht ausleben, die ja auch immer wieder Mitglieder suchen, ne? Das ist ja so ein bisschen die Tendenz im Moment, da sich immer mehr abzukapseln an. Aber das ist, glaube ich, ein sehr guter Appell aus dem Buch, das nicht zuzulassen. Und auch mal, ich meine, da muss ich mich selber auch an die eigene Nase fassen, ne? Dass man da auch mehr vielleicht nochmal vor Ort sich engagiert und auch mehr Kontakte auch dann nochmal knüpfen kann dadurch. Genau, also mit den sozialen Medien, das hatten Sie ja auch etwas kritisch angesprochen, trotzdem sind Sie ja aber auch Teil der sozialen Medien. Ich bin sehr dankbar dafür, dass Sie das sind, ne? Dass Sie da sich die Zeit nehmen dafür und auch die Spielregeln so ein bisschen kennen, ne? Sie wissen, wie man das macht. Und das ist ja Thema, gerade Finanzen, ein bisschen das Problem, dass da viele irgendwie auch meinen, sie dürfen sich als Experte positionieren, aber sie sind es eigentlich gar nicht. Und der große Experte, der vielleicht ganz viel zu sagen hat, der findet da gar kein Gehör. Also sie sind da, wie gesagt, die Ausnahme, weil sie eben die Spielregeln da jetzt kennen, ne? Ein bisschen mehr Entertainment, aber trotzdem hat man es ja doch schwer gegen so gewisse Leute, die einfach jede Gelegenheit nutzen für Aufmerksamkeit. Also Sie sind sehr, sehr nett zu mir. Dankeschön. Ich möchte mal ganz bescheiden sagen, es gibt schon einige. Es gibt schon ein paar, die wirklich vertrauenswürdig sind und wo ich bei Kollegen dann auch die Bücher lese oder YouTube-Videos angucke und so weiter. Es wird immer dann ein wenig heikel, wenn jemand, ich sagte es schon, zunächst Ihnen Schmerzen macht und dann selber die Medizin verkaufen will und dann der verdient. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Also für mich ist mit die wichtigste Information, wenn ich eine fremde Internetseite öffne, das Impressum. Wer steckt dahinter? Und da gibt es auch im Augenblick im Bereich der Frauen, da gibt es so viele Finfluencerinnen, das ist ja im Augenblick absolut in, so von Frau zu Frau, da kannst du ja viel mehr Vertrauen haben. Und
dann stecken große Kreditinstitute oder Okay. Versicherungsgesellschaften dahinter. Ich nenne jetzt keinen Namen, ich brauche keine weiteren Prozesse mehr im Augenblick, muss erstmal die bestehenden alle abarbeiten. Ja, Ja. haben Sie wirklich Prozess? Aber wenn man, ich habe die Frage nicht gehört, Okay. du hörst so schlecht. Nein, da möchte ich jetzt nicht weiter drüber reden. Okay. Aber es ist wirklich so, wenn wir ein bisschen helle sind und schauen, wer hinter dieser sympathischen, schlanken, jungen, weiblichen Erscheinung steht, die dann von Frau zu Frau meistens, aber sie wird, glaube ich, auch Aufträge von Männern annehmen, ihre Empfehlungen dann ergibt, und mitkriegen, dass das irgendwie ein ganz normales Kreditinstitut ist, dann würde da viel an diesem Vertrauensvorsprung oder dieser persönlichen Sympathie abblättern. Ja. Und wenn solche Geldberaterinnen dann sagen, ja, mein Workshop, der muss fünfstellig kosten, weil nur damit, liebe Freundin, kann ich deinen finanziellen Mindset Mindset, ändern. ganz Dann wichtig. denke ich, naja, das Geld ist ja nicht wirklich weg, es hat jetzt nur ein anderer. Ja, ist klar. Also das ist durchaus richtig, immer zu gucken, wo liegt das Interesse, ne? Der Anreiz, ist nicht immer so leicht, glaube ich, ne? Und aber man kann es rausfinden und das sollte man auf jeden Fall tun. Und ich bin schon kritisch, wenn es mit Affiliate-Links passiert, ne? Weil man ja auch viel mit Affiliate-Links arbeitet und dann ist man ja auch schon immer richtig unabhängig. Also ich meine, ich als Honorarberater kenne ja das Problem, ne, mit dem Interessenskonflikt, weil ich früher ja auch Provisionsberater war in der Bank. Das kann man noch so oft wiederholen. Ich bin neutral und unabhängig. Irgendwo ist, stört das die Aussage. Es kann auch sein, dass man vielleicht irgendwas weglässt oder etwas zu sehr beschönigt. Das ist ein ganz schmaler Grat. Und das kann der Laie, der kann das überhaupt nicht vorher beurteilen oder kann das nicht beurteilen, wo es da vielleicht ein bisschen schief wird. Deswegen, bei Ihnen ist es halt so, Sie sind komplett neutral, unabhängig. Da muss man, kann man einfach alles im Prinzip so aufsaugen. Bei allen anderen muss man da ein bisschen abwägen dann nochmal. Naja, sagen wir so, ich habe halt ein großes Privileg. Mich zahlt der Steuerzahler. Also als Prof verdienen Sie keine Reichtümer und ich verdiene auf eine Menge Geld. Ich verzichte auf eine Menge Geld, weil ich mich nicht von der Industrie zahlen lasse in Form von Vorträgen oder anderen Das Kongressen. könnten Sie ja auch tun, Da ne? könnte ich eine Menge. Aber wenn man jetzt eben so rote Ferraris und Lamborghinis jetzt nicht so liebt und so, und wenn man erkannt hat, dass man keine drei Schnitzel am Tag essen kann, ja, sondern dass eben das vegane Steak, dass das ja völlig ausreicht, dann Schmeckt hat das man es auch? irgendwie jetzt in meiner Situation erheblich leichter. Also ich fühle Also, mich sehr wohl in der Rolle. das glaube ich Ihnen auch und das macht Sie auch so authentisch, aber es gibt Kollegen von Ihnen, wo, glaube ich, auch ein bisschen in dem Verruf auch stehen, da immer gern sich von der Finanzbranche auch bezahlen zu lassen. Und da weiß man eben nicht genau, wie man die Aussagen dann auch bewertet. Die können ja auch mal richtig sein, die Aussagen, aber man ist da immer so ein bisschen hin und hergerissen. Ist das jetzt mit Interesse, mit irgendeinem Hintergedanken geäußert oder ist es eben wirklich seine komplette Meinung in dem Moment? Ich habe noch ein paar praktische Fragen. Wir haben ja jetzt schon, es war mir klar, es wird knappe Kiste heute mit Ihnen, aber wir haben ja schon drüber geredet. Vielleicht gibt es noch eine Fortsetzung, würde mich also sehr freuen. Aber noch so ein paar praktische Fragen, wo ich noch dabei habe. Und zwar, das eine ist jetzt der MSCI World. Der ist ja so eigentlich ein Basisinvestment. Und da habe ich mich gefragt, ob Sie den auch unproblematisch sehen oder auch vielleicht, wie einige andere schon sagen, ist vielleicht doch nicht mal so der optimale, weil er nicht mal ganz so ausgewogen streut. Wie ist da Ihre Meinung dazu? Also, ja, das kann ich sehr kurz und knapp machen. Also zuerst mal die gute Nachricht ist, wir diskutieren jetzt in Schulnoten gesprochen zwischen 1 und 1 bis 2. Okay. Es ist ki keiner versetzungsgefährdet. Wir reden nicht über 5, wir reden auch nicht über 4. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, MSCI World ohne Zusätze ist ja nur derjenige, der etwa 1600 Aktien hat, und zwar nur die 23 Industrieländer, ein hohes Klumpenrisiko regional gesehen in Nordamerika, auf alle Fälle um bzw. über 60%. Und deswegen 1 bis 2, nicht 1. Es geht besser, aber wenn man es bequem haben will, wird es besser ganz schnell teurer. Ich kann auf alle Fälle ein MSCI nehmen mit einem zweiten Nachnamen, nämlich All Country oder dann noch dieses Investable Market Index, das IMI. Oder ich kann einen FTSE All World nehmen. Warum muss es immer MSCI sein? Ja, der Indexanbieter ist relativ teuer. Financial Times Stock Exchange, der FTSE, bietet mit dem All World auch ein breiteres Spektrum, wo ich zum Beispiel die Emerging Markets drin habe. Das wäre auf alle Fälle mal von 1 bis 2 auf 1 minus mit ganz, ganz wenig Mühe.
Und wenn ich ein bisschen Mühe mache, ich möchte es ja immer einfach halten, dann könnte ich eben diesen Nordamerika-Fokus noch relativieren, indem ich Entwicklungsländer, also Schwellenländer und auch Europa ein bisschen nachfütter. Also ich mache es mal im Bild. Ich nehme eine Gewürzmischung, aber ich würze ein bisschen was nach. Ich sage, in der Gewürzmischung ist mir zu viel Salz drin und ein bisschen zu wenig Paprika und Ingwer und dann füttere ich das noch selektiv nach. Damit mache ich kein Riesenfass auf. Das gibt kein Portfolio mit ganz vielen Zeilen, sondern es gibt ein Portfolio mit vielleicht 4 oder 5 Zeilen. Genau. Ist ja immer noch so breit gestreut, dass das schon mal ein Vorteil ist zu demjenigen, der nur drei, vier Einzelaktien im Depot hat. Natürlich. Und das ist ja der klassische Fehler eigentlich. Und das andere ist ja tatsächlich dann nur noch etwas spitzfindig, vielleicht auch teilweise, man da noch. Aber es gibt Möglichkeiten und am Ende ist ja doch immer eine eigene Entscheidung. Und das macht das Ganze ja auch nicht ganz 100% passiv, sondern auch immer gewissermaßen ein bisschen auch aktiv. Jetzt habe ich noch, übrigens gibt es auch jetzt ein MSCI mit Kryptowährungen. Ne? Also ein Krypto, MSCI Crypto Basket habe ich jetzt erst vor kurzem auch kennengelernt. Und da die Dinge, die die Frage, Welt nicht braucht. Punkt. die Welt wohl nicht braucht, Dinge, aber die die Welt nicht vielleicht braucht. trotzdem gekauft wird. Aber die Natürlich. Frage habe ich, kann man eigentlich schon gut vorstellen, also da jetzt, was sie jetzt sagen werden, aber die Beimischung von Kryptowährungen, also davon halten sie nichts in ein breit gestreutes Auch Portfolio. da eine ganz schnelle Antwort. Entweder klassisch nein, Lindy-Regel zu jung, zu volatil, zu unausgegoren. Die Zentralbanken können das mit einem Federstrichen jederzeit töten. Aber wenn jemand sagt, will ich aber, dann würde ich sagen, bitte nur Spielgeld. Und Spielgeld heißt nicht 10% von meinem Portfolio, sondern eher 1 bis 2%. Das Gefährliche ist halt, im Backtest ist es immer so, dass die Performance steigt. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel 5% Bitcoin hinzumischt, auf 5 Jahre oder 10 Jahre, aufgrund der Performance eben, ist es immer ein Performance-Beitrag zum Portfolio, aber eben auch was die Schwankung angeht, die eben stark steigt. Und ich sehe es wie Sie, ja? Also das ist nicht so, dass man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass das nicht komplett auch wertlos werden kann. Ne? Und dann haben wir das Problem. Genieße gerade das verschmitzte Grinsen in Ihrem Gesicht. Ich hoffe, dass alle Zuschauer das auch gesehen haben. Also es gibt die gemeine Lüge, die Statistik und den Backtest. Und was Sie vorgestellt haben, augenzwinkernd, ist ja dieser Survivorship Bias. Ja, natürlich, wenn ich jetzt den Bitcoin rückwirkend betrachte, klasse. Aber wissen Sie, dass es mehr Kryptowährungen gibt, die schon wieder gestorben sind, als es überhaupt heute noch Kryptowährungen gibt? Wusste ich nicht. Und wie hoch ist meine statistische Wahrscheinlichkeit, dass ich gerade den Bitcoin ausgewählt hätte? Also der Herr Walz als Vorsichtiger hätte ja ein Portfolio aus ganz vielen, aus 200 Kryptowährungen zusammengestellt, wenn es geht. Da wäre dann auch der Bitcoin drin gewesen. Aber bei 98% Sterblichkeit der anderen Währungen wäre ich trotzdem Genau. kein Multimillionär. Genau. Also ich sage es mal mit einem Satz, ich kann Ihnen die Lottozahlen vom letzten Samstag, vom vorletzten Samstag und allen Samstagen davor sagen. Aber reich werden Sie in den Lottozahlen vom nächsten Samstag, Herr Wolf. Richtig, genau. Okay, nee, das leuchtet auf jeden Fall ein. Aber die Beimischung von Rohstoffen finden Sie durchaus akzeptabel, ne? Also Gold ist auch im Buch ein Thema, dass man Gold durchaus als Anlageklasse mit beimischen kann. Gold wäre jetzt für mich aber eine Sonderstellung, also wäre jetzt für mich kein Rohstoff, obwohl Sie natürlich jetzt als Physiker sagen können oder als Chemiker, ja, letztlich ist es ja auch wieder ein Metall und ein Element im Periodensystem, aber Gold hat eine besondere Rolle und ich würde sagen, dass Gold insgesamt, das schwankt auch enorm, aber Gold kann insgesamt ein Portfolio beruhigen, deswegen ist es gerade für solche Crash-Situationen gut. Sie haben ja auch gesehen, wie es im Ukraine-Krieg angestiegen ist, wie es jetzt bei der Bankenkrise einen Rucker gemacht hat, der aber auch schon wieder zurückgeht. Aber bitte nicht übertreiben. Ich würde halt so einen Goldanteil von maximal 10% sehen. Und junge Menschen brauchen ihn eigentlich überhaupt nicht. Aber mit wachsendem Lebensalter würde ich den unter Beruhigungsgesichtspunkten, also um das Portfolio zu beruhigen, nicht mich, positiv sehen. Ich glaube, im Buch haben sie sogar maximal 20% noch als akzeptabel, ne, irgendwie bezeichnet. Beziehungsweise auch, aber das war nicht ihre Aussage, sondern glaube ich, das war eine Aussage von jemand anderem, zu sagen: Ja, wie hoch sehen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die europäische
Gemeinschaft auseinanderbricht in den nächsten, keine Ahnung, 5 oder 10 Jahren. Und wenn das sollte, dann könnte dann der Goldanteil sein, weil das ja wirklich so ein Systemrisiko jetzt eben wäre. Ne? Das war ein Zitat, das ich so reizvoll fand, dass ich es einfach mal genannt habe. Ja. Also wenn jemand eine extrem pessimistische Zukunftssicht hat, dann sollte er einen höheren Goldanteil haben, allein für den gesunden Nachtschlaf. Aber da besteht dann auch die Gefahr, dass er eben Wasservorräte anlegt, Spiritus im Keller bunkert und so weiter. Da gehen wir dann so ein bisschen in die Prepper-Richtung. Ja, genau. Bei einem hohen Prozentwert. Sie sagten eben schon diesen Survivorship-Bias, dass man halt sich auf das konzentriert, was auch dann tatsächlich am Ende überlebt hat. Und viele andere sind ja weggefallen. Auch bei den Fonds ist ja so. Es gab ja schon ganz viele Fonds, die es mal gab und die dann nicht mehr existieren mittlerweile. Was sind denn noch vielleicht so wichtige Schwächen, die wir so haben, die es da so gibt, wo vielleicht jeder auch davon betroffen ist, so psychologisch gesehen? Also ich habe in einem Buch 60 dieser Fallen mal zusammengestellt. Okay. Das war das ursprüngliche verhaltensökonomische Buch, einfach genial entscheiden. Das vorangestellt, sage ich Ihnen jetzt einfach mal eine Handvoll. Die Verzerrung durch versunkene Kosten. Also wenn ich Geld verloren habe, wenn ich zum Beispiel Abschlussprovisionen gezahlt habe, dann macht mich das verletzbar, dann macht mich das treu. Die Finanzdienstleister nennen das Kundenbindung, ich nenne das Kundenfesselung. Also die Sunk Cost Fallacy, Problem der versunkenen Kosten. Dann neben dem Überlebensfehler, Survivorship Bias, auch den Rückschaufehler. Also wir müssen vorwärts entscheiden, in die Zukunft gerichtet entscheiden. Wir können aber viele Dinge erst im Nachhinein verstehen und wir biegen uns dann Kausalitäten so zurecht, dass die historische Entwicklung damit erklärbar ist. Das hilft uns aber nicht für die zukünftige. Das Ergebnis ist, dass wir häufig dann zu Situationen kommen, die der Amerikaner nennt right on the wrong reasons. Also sie können auch aus ganz falschen Begründungen durch Zufall mal richten, gerade bei Anlageentscheidungen. Dann würde ich vielleicht noch den Availability Bias nennen, die Verfügbarkeitsverzerrung. Warum essen wir alle Hühnereier und keine Enten- oder Gänseeier? Das ist nur ganz, ganz selten eigentlich, ja, weil das Huhn halt eine Menge Radau macht, wenn es ein Ei gelegt hat und damit die Aufmerksamkeit auf uns zieht. Das ist jetzt auch wieder so eine Gefahr unserer Aufmerksamkeitsökonomie. Also Schlagwort, damit komme ich dann zu dem Krisenbuch nochmal zurück. Die BUSC, wirklich schlimme Risiken und spektakuläre Risiken, Kursrisiken, ja, how are the markets, wie steht der Dollar heute und sind die Zinsen ein bisschen hoch oder ein bisschen runter, ist der Aktienkurs ein bisschen gestiegen oder ein bisschen gefallen, diese ganzen Wertänderungsrisiken, Kursrisiken, die verdurchschnitten sich, it averages out, ja, also die gleichen sich wieder aus, die kehren zurück zur Mittelwehr, aber die Masse der Menschen starrt da drauf. Und wir sollten eben auf die 5 Deep Risk schauen und nicht auf diese irrelevanten Risiken. Und dann geistig und körperlich gesund bleiben. Genau, mit einem gewissen Abstand. Realistischen Optimismus, ja, und mit Distanz, genau. Ich habe jetzt noch den Fluchteffekt bei mir, wo ich jetzt sage, das ist was, was viele, glaube ich, auch immer wieder betrifft, ne? Den Fluchteffekt, also gibt es ja auch eine Bezeichnung dafür, wo ich auch glaube, dass das für viele Probleme, und das ist aber auch das, was uns täglich in den Medien im Prinzip präsentiert wird, so jetzt Achtung, ne? Jetzt müssen aber alle irgendwie reagieren. Ich glaube, das ist auch noch so, wo viele, wo eigentlich keiner ganz davon ausgenommen ist, man hat manchmal diesen Fluchteffekt, ne? Gerade bei der Kapitalanlage. Ja, schauen Sie doch mal, wovon wir abstammen. Also wir stammen doch von Menschen ab, die überlebt haben, weil sie im Zweifel geflohen sind. Also wenn Sie einen Urgroßvater hatten, der ein fallendes Blatt für eine Schlange gehalten hat und der hat einen riesen Satz gemacht, Fluchteffekt. Da haben die anderen vielleicht ihn ausgelacht, aber er hat überlebt, er konnte seine Genen weitergeben. Wenn aber jemand eben die Schlange für ein Blatt gehalten hat, das runterfällt, dann ist er gebissen worden und er hat seine Gene nicht weitergegeben. Also ich habe da eine ganz sympathische Interpretation davon. Das ist in Ordnung. Ja, das sind liebenswerte Mitmenschen. Das steckt in uns. Ja, die Steinzeit steckt uns in den Knochen. Genau. Aber glücklicherweise, wie der Nobelpreisträger Kahneman sagte, schnelles und langsames Denken. Wir haben ja mittlerweile ein Großhirn. Wir können auch langsam denken. Und also wir springen zuerst und dann analysieren wir die Situation. Wir sind aber auch in der Lage, die Fehler zu erkennen und dann auch vielleicht was dagegen zu tun. Ne? Und noch die richtigen Bücher zu lesen, auch um das vielleicht dann hinzubekommen. Ne? Ja.
Ja, okay, gut. Also das ist auf jeden Fall ein großes Feld und sollte sich vielleicht jeder auch ein bisschen mit beschäftigen, mit diesen psychologischen Themen. Jetzt nochmal vielleicht kurz zurück zum Bargeld. Das habe ich auch im Buch gelesen, dass Sie da ein bisschen besorgt auch sind, was das Bargeld angeht. Und Sie haben da auch ein ganz tolles Beispiel dabei. Und das sieht so aus. Wie könnte es denn passieren? Ne? Also wenn man sagt, Bargeld wird verboten. Ne, das glaube ich auch nicht dran, aber es könnte sein, dass man es einfach nicht mehr so nutzen will. Und da haben Sie dieses Beispiel, alle Preise sind unbare Preise. Das heißt, wenn jemand mit Bargeld bezahlen möchte, das ist nur ein Szenario und das ist ja noch nicht Realität, dann müsste er in dem Beispiel 2% mehr bezahlen. Und dann glaube ich auch, würden die meisten halt sagen, na komm, dann lasse ich das Bargeld halt weg. Ne? Das ist ja nur eine Möglichkeit. Ich erlebe jetzt schon in den letzten Monaten verstärkt, wer alles gar kein Bargeld mehr entgegennimmt. Also ich kann zum Beispiel bei uns an der Hochschule in der Mensa nicht mehr bar bezahlen. Und nur ganz wenige haben wir eine Kontrahierungspflicht im Hinblick auf Bargeld. Also das Finanzamt muss meine Steuerschulden in Bargeld annehmen. Müssen die. Ja. Müssten Aber Sie. der typische durchschnittliche ehrbare Kaufmann, natürlich auch Kauffrau, er kann sagen, nee, bei uns nicht, bei uns bitte nur Barzahlung. Und jetzt, ich möchte die Namen nicht nennen, aber eine Sportmodekette in Deutschland hat deutschlandweit in allen Filialen gesagt, so kein Bargeld mehr. So, und Ja. Vogel friss oder stirb. Und gerade jetzt eben bei der jüngeren Generation ist der Widerstand da entgegenzuhalten, zu sagen, okay, dann kaufe ich halt nicht bei Ihnen, ich kann ja noch woanders kaufen, die nehmen noch mein Bargeld. Dieser Widerstand alarmt. Ich glaube, es ist ein Verliererspiel. Es ist nur eine Frage, wie schnell das geht. Und der digitale Euro kommt. Es sieht so aus, als ob der sogar schneller kommt. Also eine der wenigen Projekte, die schneller das Ziel erreichen, als eigentlich geplant wurde. In anderen Währungen haben sie es schon. China hat schon Rollouts gemacht in großen Städten. Jeder Bürger kriegt eine gewisse Menge digitale Währung, kann damit zunächst mal gratis einkaufen gehen. Da werden die Leute natürlich schwach und so kriegen sie die Menschen gerade über diese Geschichte mit der Bequemlichkeit wahrscheinlich auch ohne diese 2% Extrakosten in die Rechnung. Also das sehen Sie schon ziemlich kritisch, ja, und Sie sagen auch, dass das Spiel ist schon verloren oder glauben Sie da noch, glauben Sie daran, dass wir was tun können? Ich meine, politisch könnte ja sein, also Sie sagen ganz richtig, ich als Kaufmann könnte ja sagen, ich nehme jetzt nur noch Kartenzahlung an. Es könnte aber auch gesetzlich vorgeschrieben werden, ich muss auch Bargeld annehmen. Wäre das eine Lösung? Das wäre eine Lösung, wenn der politische Wille entsprechend stark ist, könnte man ja wieder so einen Kontrahierungszwang für Bargeld beginnen. Die Frage ist, ob es politisch überhaupt gewünscht ist. Also ist zum einen das Bequemlichkeitsargument, es ist natürlich auch das Argument der Transaktionskosten mit Bargeld. Es hat was zu tun mit Geldwäsche, wobei man das durch gewisse Bargeldobergrenze, durch eine Absenkung der Bargeldobergrenzen ja verhindern könnte. Also wenn ich gleichzeitig zu unserer Diskussion, die wir gerade führen, mitbekomme, dass man vor ein, zwei Jahren noch in deutschen Städten ganze große Wohnhäuser, Miethäuser mit 20, 30 Parteien bar bezahlen konnte, da muss ich sagen, Das ist wie Quatsch, passt ne? das zusammen? Ja. Ja, also eine Senkung dieser Bargeldgrenzen wäre auf alle Fälle ein Schritt in die richtige Richtung, wobei wir haben mittlerweile die Senkungen ja schon gehabt. Aber letztendlich, ich traue mir nicht zu, Ihre Frage abschließend zu beantworten, ob der Kampf verloren ist. Ich gebe die Hoffnung nie auf. Ja? Also bis zur 90. Minute wird voll aufs gegnerische Tor gespielt. Aber die letzten Jahre zeigen, und Corona hat nochmal einen Ruck gemacht, zeigen ganz deutlich eben ein Absinken der Bargeldquote. Und der Appell ist dann schon, auch mal bewusst wieder mit Bargeld bezahlen, wenn ich auch mit der Karte bezahlen könnte. Ich meine, ich weiß ja auch, wie das ist, wie bequem das manchmal auch ist, aber ich selber sage auch, ich will auch mit Bargeld bezahlen können und mache es auch ganz bewusst, immer mal wieder. Und auch das ist ja vielleicht so ein kleiner Schritt dazu, dass es dann auch uns erhalten bleibt, uns allen. Ja, danke schön, Herr Beutler. Ich bin sogar ein bisschen radikaler. Also wann immer ich überhaupt bar zahlen kann, ja, wenn ich mir jetzt halt ein Ticket bei der Bahn im Internet kaufe, dann kann ich nicht. Aber wo immer ich bar bezahlen kann, tue ich's. Und bitte betrachten Sie unsere Bargeldinfrastruktur, also Kassen und so weiter, Bargeldautomaten. Betrachten Sie es wie das Artensterben. Wenn eine Art mal ausgestorben ist, die kommt nicht wieder.
Und die abgebaute Bargeldinfrastruktur wird keiner mehr aufbauen. Das, genau so ist es, ja. Das muss man sich einfach bewusst machen. Und dann wünsche ich mir das für meine Zukunft, für meine Kinder. Ja, genau, das sehe ich genauso. Und das ist ein sehr guter, das ist ein sehr guter Vergleich, weil genauso wird es nämlich sein. Wenn einmal die Infrastruktur nicht mehr da ist, wird ja keiner mehr hingehen und das nochmal aufbauen. Mhm. Von daher, jetzt haben wir sie da und jetzt sollte sie auch erhalten bleiben. Und ich sehe es genauso wie Sie und hoffen wir, dass auch der politische Wille entsprechend ausgeprägt ist, sich da nicht komplett abhängig zu machen, ne, von unbarem Bezahlen, wenn auch der digitale Euro mit Sicherheit kommt. Aber es wird ja auch von der Bundesbank immer wieder gesagt, der soll ja nicht das Bargeld ersetzen. Ne? Das heißt, so wird es gesagt zumindest, aber es könnte auch anders kommen. Okay. Also wir kommen langsam so auf die Zielgerade. Ich habe jetzt auch noch eine Frage zum Thema Finanzbildung. Also ich habe jetzt auch da jetzt kein Geheimnis draus gemacht, dass ich diese neueste Initiative, die da vorgestellt worden ist mit diesem Eckpunktepapier, nicht den großen Wurf finde, für Finanzbildung zu steigern. Also ich bin selbst auch immer wieder mal in Schulen und ich spüre das große Interesse an dem Thema und man kann das auch wirklich interessant und spannend rüberbringen und das könnten Sie genauso, aber da bewegen wir ja nur eigentlich wenig. Da müsste ja eigentlich viel mehr passieren, dass wir die Finanzbildung in Deutschland etwas verbessern, denn die Tendenz ist tatsächlich, dass es schlechter geworden ist in den letzten Jahren. Ich bin völlig bei Ihnen und das ist halt im Augenblick, was Sie tun, was ich auch tue. Ich gehe ja auch in Schulen, Volkshochschulen und werde auch von engagierten Lehrern angesprochen. Ich habe auch ganze Lehrergruppen dann, 50 so, da weiter geschult, weil die natürlich tolle Multiplikatoren sind. Aber das ist alles so ein bisschen eine Sisyphus-Arbeit und das ist ein Kampf auf verlorenem Posten. Ich würde gerne Ihre Aufmerksamkeit auf was anderes legen, nämlich auf die Desinformation. Also in Deutschland haben wir auf alle Fälle ein Provisionseinkommen von über 8 Milliarden Euro pro Jahr, also zwischen 8 und 9 Milliarden. Mit einem kleinen Teil von dem Geld, ja, wenn Sie nur einen wirklich kleinen Teil von dem Geld nehmen und damit Desinformation streuen. Also wenn ich halt lese im Augenblick ganzseitige Anzeigen in den Printmedien, dass es jetzt wieder Zinsen gibt und dass Lebensversicherungen sich wieder lohnen, dass Bausparverträge wieder günstig sind und solche Dinge, da kriege ich Pusteln. Ja. Und wissen Sie, ich merke halt immer, jemand, der gar keine Ahnung hat, kein Vorwissen, dem was zu erklären, ist leicht. Aber wenn jemand jahrelang in die falsche Richtung beeinflusst wurde, bis sie dieses falsche Wissen, ja, diese falschen, diese schädlichen Narrative wieder rauskriegen, ja, wie soll ich jetzt einer 50-Jährigen, die 50 Jahre sich vor den falschen Risiken gefürchtet hat und die Aktien ganz, ganz des Teufels, ja, und die Börse, das ist ein Marktplatz, an der jeder jeden betuppt und so. Also wie soll ich diese falschen Glaubenssätze den Leuten wieder rauskriegen? Ja, und da steht man lang ziemlich auf verlorenem Posten. Und das, was Sie so ein bisschen kritisch sehen, ist aus meiner Sicht eine Alibi-Veranstaltung. So kann man es durchaus bezeichnen. Ne? Wenn Sie jetzt von mehreren Milliarden Provisionsumsätze sprechen, da sind jetzt im Moment 2 Millionen vorgesehen für die Finanzbildung in Deutschland, dann merkt man eigentlich, so wirklich verändern will man eigentlich im Moment nichts daran. Ne? Man will nur zeigen, man hat ja was getan. Man arrangiert sich das. Und okay, naja, jedenfalls, es gibt zumindest Ihren YouTube-Kanal, gibt auch meinen, es gibt viele Informationen, man muss immer nur halt wissen, ist es wirklich eine Information, ist es wirklich jetzt eine Wissensquelle, die mir nützt, deswegen muss man da genau hinschauen und die, die es genau wissen wollen, dürfen auch mal ein Buch lesen, ne? Das ist viel wertvoller, als jeden Tag in die Zeitung zu gucken, weil das ist das, was Sie auch vorhin sagten, das ist ja mehr so dieses Hintergrundrauschen, das keiner braucht eigentlich, ne? Heute ist das passiert, morgen ist das oder morgen wird das passieren und das ist so kurzfristig immer gedacht, ne? Und das führt meistens eben nicht dazu, dass man wirklich einen Erkenntnisgewinn hat. Ja, vielleicht halbe halbe machen. Ein bisschen Zeitung lesen, ja. Man muss schon informiert sein. Ja. Aber es muss Zeit übrig bleiben, um hinter die oberflächlichen Dinge zu schauen. Genau. Ja. Lieber einmal die Woche was Tiefergehendes lesen, wie jeden Tag Bildzeitung. Ich habe mir noch so ein paar Abschlussfragen überlegt, weil wir sind ja jetzt also schon am Ende. Es war auf jeden Fall, bitte? Jetzt bin ich gespannt. Ja, ein paar Abschlussfragen, wo ich gedacht habe, vielleicht ist es eine spannende Antwort von Ihnen da zu erwarten. Und zwar ein Gedankenexperiment, eine Fee schenkt Ihnen 100.000 Euro, sagt aber, Sie dürfen das Geld nicht direkt jetzt für sich verwenden, sondern Sie müssen das erstmal 10 Jahre in einer Anlage parken und als Anlagemöglichkeit hätten Sie dann eine Aktie,
Eine Anleihe, Gold oder gut, Kryptowährung fällt bei Ihnen dann aus, ne? Das wäre Ihre Entscheidung. Also eine dieser Möglichkeiten hätten Sie. Was würden Sie dann Ja, da nehmen? also ich würde der Fee natürlich zunächst mal sagen, ob sie noch ihre sieben Sinne beieinander Ja, haben. ist halt der Fee, ne? Ich würde ja der sagen, ey, jetzt denk noch mal nach und erweitere den alternativen Raum. Ich hätte gern noch einen Nein. weltweit streuenden ETF, aber wenn das dann halt Nee. so ist, also zunächst mal nach den 10 Jahren würde dieses Geld mit allen Renditen der Finanzwende gespendet werden. Ah, okay. Ja, weil ich brauche es nicht, in 10 Jahren brauche ich es noch weniger. So. Und dann würde ich unter den ganzen schlechten Alternativen die am wenigsten schlechte wählen, nämlich die eine Aktie. Und Weil welche? die eine Anleihe ist ein sicherer Verlust. Und ich meine, darf ich die Aktie aussuchen? Da würde ich irgend Ja. so ein langweilige, also ich würde die Ja. langweiligste Aktie raussuchen mit einer langen Historie, was keine Garantie ist, aber irgend so gegessen und getrunken wird immer, irgend so was würde ich nehmen. Ja, und konkret, weil wenn Sie jetzt die Wahl treffen müssten, ich meine, das ist ja jetzt keine Empfehlung, ne? Das ist ja Nein, nur das ist keine Empfehlung, aber irgend so ein Langweiler wie Unilever oder Nestle oder Heinz Ketchup oder irgend okay. sowas. Okay, Ich habe wunderbar. keine dieser Aktien. Nee, ist schon klar. Keine Ich der habe es ja, habe ich, aber. jetzt zwingen wollen, da was zu sagen. Ne? Einfach nur als Beispiel, man muss ja irgendwas nehmen, wo man jetzt einfach davon ausgeht, in 10 Jahren gibt es die halt immer noch. Ne? Egal was passiert. Aber Herr Beutler, Sie haben und auch unsere Zuhörer haben die Strategie von mir sofort erkannt, nämlich immer den gesetzten alternativen Raum in Frage stellen. Genau. Und das empfehle ich unseren Zuhörern auch. Also wenn der Vertriebler sagt, du kannst das, das oder das haben, Entschuldigung, und Alternative 4, 5, 6, 7. Ja, dieser eingeschränkte alternative Raum ist eine ganz, ganz manipulative Art. Aber bei uns ist es ja ein Spiel. Genau, das war jetzt nicht. Ah, okay, interessant. Also wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich will noch mehr von Ihnen jetzt lesen, nachdem ich das Buch hier gelesen habe, weil es tatsächlich nicht so, ich denke mal, das ist so vielseitig, das Buch. Das kann jeder, auch jemand lesen, der schon lange in der Finanzszene unterwegs ist, so wie ich. Und auch das Gespräch mit Ihnen fand ich sehr, sehr angenehm und extrem aufschlussreich und ich hoffe, dass es viele erreicht. Also ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Professor Dr. Walz. Jetzt muss die Zeit sein dafür, für Ihren Auftritt bei mir auf dem Kanal. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne, danke schön. Alles Gute weiterhin Ihnen und Ihren Zuhörern. Ja, gleichfalls. Bis bald.